Herzlich willkommen zu dem Seminar Stolpersteine und Goldquellen im aktuellen Kundenkontakt. Ein guter, klasse tragender Kundenkontakt ist es, wenn beide Seiten zufrieden sind. Der Kunde ist König und ich bin König. Ich als Berater, als Verkäufer bin genauso zufrieden wie der Kunde. Wir kriegen eine langfristige, gute Geschäftsbeziehung hin. Im Alltag ist es nicht so einfach. Vielleicht kennen Sie heutzutage Kunden, die solche Aussagen bringen wie: in Aktien zu investieren ist doch heute viel zu gefährlich. Oder: bei Ihnen ist es viel zu teuer, andere sind billiger. Also der Kunde kommt zu Ihnen oder spricht mit Ihnen und äußert in einer kritischen Denke seine Gedanken. Jetzt ist die spannende Frage: wie gehen Sie damit um? Bleiben Sie im guten Zustand oder lassen Sie sich anstecken von der Stimmung des Kunden? Antworten schnippisch, dann gehen Sie doch woanders hin. Oder denken Sie es innerlich, verlieren Ihre Argumente, Ihre Ressourcen, weil der andere Ihnen kritisch begegnet. Oder Sie meistern das Ganze, bleiben souverän in Ihrer guten Stimmung und Laune, achten drauf, worum geht es denn dem Kunden wirklich? Was sind seine Anliegen, seine Bedürfnisse? Gehen ins Gespräch darüber und siehe da, finden heraus, was der Kunde braucht, dass er zufriedener ist, in eine gute Stimmung gerät und die Bahn offen ist, miteinander ein gutes Geschäft zu machen per Handschlag. Wie kann das Ganze funktionieren? Wie kann man mit solchen kritischen Kundenaussagen und mit Widerständen gut umgehen? Das wird Thema dieses Seminars sein. Wir schauen uns zum einen an, was sind schwierige Kundenaussagen, Einwände, die Sie kennen aus Ihrer Praxis, die tagtäglich Ihnen begegnen. Durchleuchten die dahinterliegenden Werte. Meistens kommt so eine Aussage nicht nur einfach so heraus, aus böser Absicht oder aus Unwillen, sondern es stecken Werte, Emotionen vom Kunden dahinter, die beachtet werden wollen. Was sind Werte heutzutage? Sei es Sicherheit, sei es Zuverlässigkeit, vielleicht auch Schnelligkeit. Was sind die Bedürfnisse, die der Kunde braucht? Und wir natürlich auch. Wir schauen auch auf die eigenen Werte. Da können schon bereits gute Goldquellen drin liegen, um in einen zufriedengehenden Kundenkontakt zu gelangen. Es gibt noch weitere Ebenen, persönliche Ebenen von Goldquellen und Stolpersteine, die wir in diesem Seminar auch unter die Lupe nehmen. Was haben Sie selber für Vorannahmen über den Kunden, über den Markt, über den anderen, über sich selbst? Wie denken Sie über Produkte? Gibt es sowas wie Lieblingsprodukte und eher unangenehme Produkte? Hier liegen Goldquellen und auch Stolpersteine. Wir werden in dem Seminar auch Gespräche trainieren, wirksame Gespräche zu führen mittels der Sortierstile. In welchem Gedankengut sortiert der Kunde gerade? Was ist sein Sortierstil, um ihn da abzuholen? Und wenn er kritisch drauf ist, denkt er gerade in Risiko, dann denkt er ihn weg von. Dann nützt nichts, wenn wir mit Hinzu-Argumenten kommen. Das wollen Sie in diesem einen Tag erleben. Und dann nach einer Nachtpause geht es am nächsten Tag weiter, für sich selbst was zu tun, für die eigene Selbstmotivation. Wie kann ich mich täglich immer wieder neu motivieren, auch in stressigen Zeiten? Und da gibt es eine ganze Reihe an schönen Verhaltensweisen, an ja auch mentalen Techniken, die Sie verwenden können. Bis hin zu ärgerlichen Reizen. Was für Tipps gibt die moderne Gehirnforschung, wie wir souverän mit ärgerlichen Reizen umgehen können? Hier die 5 Sinne zu nutzen, mit welchem Ohr hören Sie mehr hin? Worauf lenken Sie den Blick? Wie bewegen Sie sich, wenn Sie kritischen, ärgerlichen Reizen ausgesetzt sind? Und wir werden sogenannte Jeins aufklären. Jeins sind sowas wie zweideutige Kundenaussagen. Sie fragen: und machen wir einen Termin aus am Telefon? Sagt der Kunde: ja. Also er sagt ja,
und gleichzeitig schwingt noch so ein Nein mit. Hier liegt die Goldquelle vergraben. Rauszufischen, geht's wirklich in Richtung Nein oder geht's in Richtung Ja? Was sind möglicherweise die Bedingungen? Was braucht er, damit es eine klare Entscheidung gibt? Hier kann man sich das eine oder andere an Terminvereinbarungen, die dann nicht eingehalten werden, sparen. Und zu guter Letzt, ein wichtiger Punkt, in die eigene Zukunft zu schauen. Was sind eigene attraktive Zielbilder, die es sich lohnt anzustreben? In nächster Zeit, aber auch über das Jahr hinaus, vielleicht sogar in ein paar Jahren, wo will ich da sein? Wo wollen wir sein? Ja, ich freue mich auf diese Zeit mit Ihnen, bin gespannt, welche Tipps und Anregungen Sie mitnehmen und bin gern für Sie da. Ziel ist, sowas hinzukriegen wie königliche, fürstliche Kundenbeziehungen, wo wir miteinander langfristige, tragende Geschäftsbindungen und Geschäftsbeziehungen pflegen. Ich freue mich auf Sie.